Ja, ist nicht gut, wenn ich so anfange. Ich habe eben gerade das Video beendet gehabt, als Tag 6 anfing. Dann habe ich einen Cut gemacht, bin ins Hauptmenü gegangen. Also sind wir nicht ganz aus dem Spiel raus. Jetzt ein paar Stunden später habe ich nochmal angefangen aufzunehmen und wollte dann im Hauptmenü dann die Gegenstände kaufen, die ich ja vorher erwähnt hatte. Also die Sachen hier, besseren Besen. Ist mir aber aufgefallen, oh nö, da habe ich nicht genug K-Punkte für. Ich kann mal zeigen, ich habe nämlich nur 143. Und man bräuchte für den ersten Besen, glaube ich, schon 200 oder so. Na gut, dann bin ich wieder hier rein. Habe jetzt gerade die Tür nochmal aufgemacht und dann stand da plötzlich Tag 7 beginnt. Das heißt, irgendwie habe ich durch das Verlassen zu Beginn von Tag 6 einen Tag verloren. Also falls euch das irgendwie wichtig ist, möglichst, ne? Ja, hier Tag 7. Möglichst schnell alles hochzuziehen, was Ausrüstung angeht und Ausstellungsmöglichkeiten und so weiter, dann macht sowas nicht. Also beendet das Spiel nur am Ende des Tages oder sowas in der Richtung. Ich wüsste nicht, wie man das sonst noch umgehen kann. Nur so als kleiner Bug-Report für euch. Aber für mich ist es nicht wirklich schlimm. Jetzt habe ich halt einen Tag verloren. Es lief dafür trotzdem wesentlich besser als bei meinem ersten Anlauf. Also sollte nicht allzu schlimm sein. Was mache ich jetzt? Hast du gerade zwei Schwerter gekauft? Du Reading? Nein, du hast irgendwas da hinten gekauft und bist dann dahin. Das ist okay. Du kriegst mal da was hin und da was hin. Habe ich einen Vorrat? Ich habe einen Vorrat an Gürteln, das ist schon mal schön. Ich habe auch einen Vorrat davon. Ich habe von allem Vorrat. Oh ne, Schwerter habe ich nicht. Bestell mal. Schwerter und Pfeile. Also Pfeile zum Diebe ködern. Ah, ich wollte sie nicht Diebe nennen, ich wollte sie Streuner nennen. Genau, zum Streuner ködern. Und Schwerter allgemein auf Vorrat. Das ist zu viel. Noch mehr Pfeile. Place Order. Okay. Da ist gerade keiner rausgelaufen, richtig? Richtig, die sind alle ganz normal gegangen. Kein Müll. Du willst was kaufen, das sehe ich doch. Du siehst aus wie ich. Weil du lächelst. Ich habe so ein verschmitztes Grinsen. Ich demonstriere. Wo ist mein... Das ist kein Lächeln. Oh, ist auch kein verschmitztes Grinsen. Das ist eher so ein... Arr, ich bin ein Pirat. Arr. Ja, kein verschmitztes Grinsen. Du, raus. Oh, ich habe keine Quest. Ah, das ist richtig. Ich habe keine Quest. Ich hätte aber gerne eine Quest dafür. So, wie mache ich mit den Pfeilen? Komplett eine Seite Pfeile? Klingt nicht schlecht. Macht das beim Sortieren auch schön. Nein. Justin Bieber? Nein, Amber Bieber. Ah, das Bieber-Pack. Du. Erstmal dich weg. Dann auf die Pfeile wechseln. Und hier platzieren. So. Jetzt hier alles zu kleistern mit Schwertern. Und ich habe keine Schwerter mehr. Okay, Schwerter werden nachgekauft. Pfeile werden gleich auch nachgekauft. Aber erstmal Leichenbeseitigung. Und ich glaube, ich mache die Preise mal ein bisschen höher. Zieht dann wahrscheinlich auch wieder mehr Diebe an, aber ich teste einfach mal. So, bum, 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 bum. Pfeile wollte ich auch noch. So. Ansonsten geht's eigentlich vom Bestand. Aber ist ja noch morgen, ne? Morgen ist immer ruhig. Nachmittags geht's dann ab. Flammtrinke da. Aber das muss ich echt nicht machen. Ich sollte echt die Sachen nur nachfüllen, also die Regale und die Waffenhalterung, wenn fast nichts mehr davon da ist. Sonst ist das zu viel Zeitverschwendung. Zum Beispiel hier die Schuhe. Da ist nur noch einer da. Blub, blub, blub. So, 8 Schwerter. Schwerter muss ich aber nicht machen. Die auch nicht, 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 die auch nicht. Und der Tag ist da. Tada!
Ich überlege mir auch gerade, ob ich jetzt meine K-Punkte wirklich aufspare, um einen besseren Besen zu holen, wobei ich so oft gar nicht fegen muss. Oder vielleicht doch einfach die nächste Klasse freischalten. Noch eine Möglichkeit wäre, die Wandhalterung in der nächsten Nacht aufzubauen. Und die ganzen Hosen und, was ich hier, Leather Chest könnte ich dann noch ins Sortiment einnehmen. Hosen gibt es noch gar nicht. Ja, nee. Charakter ausrüsten kann ich später machen. Jetzt hätte ich erstmal ganz viel tolles Zeug in meinem Laden. Und zwar, bum, 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 bum. Hier, Druiden. 80 Punkte, mach mal. So, jetzt kann ich auch Druidenkram bestellen. Was ist denn tolles an Druidenkram da? Ich sehe nichts Neues zum Bestellen. Die Wild Growth Potion könnte ich jetzt ins Sortiment mit reinnehmen. Ja, dafür bräuchte ich dann ein neues Regal. Kann ich hier schon mal ein paar bestellen. Auch davon ein paar, davon ein paar, davon ein paar, davon ein paar. So. Keine Diebe. Oh, ich habe vergessen, den Preis zu erhöhen. Ich wollte auf 130% hoch. Bumm. Das heißt, die hier baut für 14. Und ne, Mausohr. Profit 4. Profit 4. Oh, ich habe dich nicht übersehen. Erzähl. Das heißt, anscheinend wurden alle Preise automatisch angepasst, als ich die Feierpreise erhöht habe. Muss ich mir gleich mal näher anschauen. Oh, bei den Ja, gefühlt sind es schon mal echt jetzt viele Liebe. So. Also, normale Schwerter haben einen Profit von 17. Wenn ich das Schwert jetzt mit 130% reinstelle, habe ich einen Profit von 26. Oh, aber die wurden alle jetzt angepasst. Okay, also ich kann nicht einen Planeswalker drin haben für 120% und eins für 130%. Die werden immer alle angepasst auf den aktuellen Wert. Das ist, ja, sehr praktisch. Und boah, ist das dreckig. So. Soll ich richtig hinterherräumen? Oh, oh, Heiltränke. Bum, 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 bum. Da. Ich habe kaum noch Heiltränke. Auch 130%, ja. Bestell. Stopp, erstmal gucken. Was brauchen wir noch? Wir haben keine Schuhe. Wir haben keine Schilde. Wir haben keine Feuertränke. Bestell alles. Schuhe. Die da. Ganz viele Schilde. Feuertränke. Die da. So. Haben wir jetzt alles? Heiltränke. 1500 Gold, go. Also die Preise um 10% zu erhöhen, hat nicht wirklich viel Kundschaft abgeschreckt. Alles gut. Sind meine Gewinnmargen noch viel höher. So, Ninja Stern, Ninja Stern. Du warst für Feuerzeug. Hier war eigentlich nur Gürtel und oben drüber waren die Handschuhe, oder? Ja, mach mal. So. Es stapelt sich. Ich glaube, jetzt würden die Diebe nicht mehr auffallen. Also machen wir da drei davon rein und da unten auch drei davon rein, damit es so ein bisschen aufgeteilt ist. Gürtel hier unten und der Mittag ist auch gleich rum. Das heißt, die hektische Phase ist vorbei. Stopp, 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 stopp. Zähl. Wenn das so weitergeht, kann ich auch in einem oder zwei Tagen die Wände einreißen für noch mehr Platz. Da bin ich gespannt drauf. Das habe ich ja in meinem Spiel auch noch nicht gemacht. Was hast du eigentlich gedroppt? Na gut, du heb das auf. Damit. Du hast die Handschuhe geklaut, ha? Huh? Jo. Ah, nee, Gürtel. Ups.
Du hast irgendwas an deinem Körper getragen und dafür durfte ich dich brutzeln. Das ist das Wichtigste. Mitnehmen. Und jetzt schön entspannt den Abend genießen. Alles wieder ein bisschen auffüllen. Und nebenbei noch ein paar Kunden haben. Das ist okay. Die Schilde gar nicht reingestellt, kann das sein? Egal. Ich hab dir eh alles leer gekauft, ihr. Du Schilde. 12 Stück. Das wäre mir schon viel gewesen. Ich brauche später eine Schildabteilung. So, Schuhe. Bum, bum. So, 5 Paar Schuhe. 4 Ninja-Sterne. Schwerter sind fast ausverkauft. Feuertränke platziert. Quest habe ich natürlich auch nicht beachtet. Ich habe meine K-Punkte nicht verteilt. Ich habe jetzt echt die ganze Folge über nur nachgefüllt und hin und her gehuscht. So lobe ich mir das. Schön hektisch. Die Wild Growth-Tränke wurden bisher noch nicht gekauft. Wer da gerülpst? Gott. Was? Okay. Es gab keine Innocent-Nachricht, aber anscheinend fanden sie es doch nicht so toll, dass ich hier jemanden getötet habe. Soll ja vorkommen, ne? So eine gewisse Skepsis bei Massenmördern sollte vorhanden sein. So, dich noch ganz weg. Wusch, 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 wusch. Weg. Okay. Jetzt Heiltränke. Ich habe 4000 Goldmünzen. Sauber, 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 sauber. Was fehlt hier? Es fehlen komplett alle Gürtel. Es fehlen komplett alle Handschuhe. Kann ich schon mal ein paar bestellen. 10 davon. 10 davon. Die Frosttränke wurden übrigens noch gar nicht angetouched. Nur mal so als kleine Referenz. War ich mir ja nicht sicher, ob die Diebe das vielleicht kaufen oder nicht. Schwert hätte ich auch gerne ein paar neue. Davon auch ein paar neue. Oh, aber mal 2000 ausgeben. 2000 behalten. Ah, das klingt nicht schlecht. Dich rein. Oh, siehst wie ein Dieb aus. Ne, okay. Kann man nicht verallgemeinern. So, Pfeile waren auf der Rückseite. Plop, plop, plop. Ich könnte mal von den K-Punkten her auch gucken, wie schnell das mit den Robotern gehen würde. Also ein Roboter wäre natürlich irre praktisch, was das Restocken angeht. Da müsste ich einfach nur mal alles auf Vorrat haben. Wo? Oh, wie? Was? Ne, letztes halt nicht. Er müsste halt immer alles Vorrat haben und dann müsste er es eigentlich selbstständig hinbekommen. Ich brauche unbedingt mehr Regale. Ein Regal komplett für Bells, ein Regal komplett für Gloves. Für jeden Gegenstand ein komplettes Regal. Dieses Mischzeug hier, das reicht nicht. Das reicht nicht mehr für einen halben Tag, geschweige denn den ganzen. Schwerter. Blub, blub, blub. Blub. 2. Oh, you filthy peasant. Ah, hast du gerade auf den Boden geschmissen? Und jetzt läufst du weg. Ja, du warst ein Dieb. Du warst ein ziemlich dober Dieb. Normalerweise, wenn man was klaut, dann grinst man nicht, bleibt schleichenderweise stehen. Und läuft dann erst nach ein paar Sekunden weg. Das war sehr komisch von dir, Dieb. Und das Runterschmeißen, das könnte einfach durch irgendwelche etwas tollpatschigen Kunden gewesen sein. Da ist schon wieder ein Biber. Ja, die Biber sind alle komisch, das ist okay. Du. Ja, die Tränke wurden auch nicht gekauft. Von unseren Druiden. Allerdings könnte es auch sein, dass die Druiden erst auftauchen beim nächsten Tag. Sie sind zwar jetzt freigeschaltet, aber sie tauchen erst am nächsten Tag auf. Das heißt, ich könnte jetzt auch die Magier freischalten. Bot. Was kann nicht gut sein? Oh. Das war geschickt. Das
Es war gerade der Umschwung von halt Tag auf Nacht, also Abend auf Nacht, wo dann alle Leute ja eh weglaufen. Und genau dann hat ein Dieb sich was geschnappt und ich wusste halt nicht, welcher der Dieb ist. Hä? Jam, 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 Krummelkrumpf, Krummelkrumpf. So, was will ich alles Schönes bauen? Ich hätte gerne mehr Regale. So. Kriege ich dann noch eins zwischengeklemmt? Können uns ja auch eine Regalwand machen. Hä? Achso, müssen wir nach vorne. Ja, passt auf jeden Fall. Sehr schön. So. Den kann ich jetzt auseinanderfriemeln. Ich hätte gerne euch da raus. Und euch da draus. Und euch da draus. Die da raus. Hier kommen alle Gürtel rein. Da, nee. Du bist ein Sondergegenstand. Hier kommen alle Gürtel rein. Da kommen alle Handschuhe rein. Da kommen alle Feuerresistenztränke rein. Heiltränke. Wild Growth. Was haben wir noch? Bum, bum, bum. Genau, die drei Frostresistenztränke. Das war's. Okay, dann hätte ich noch ganz gerne einen weiteren Tisch. So. Und den hier repariert. Dann hätte ich gerne den Nährstern hier weg. Und dann einen Tisch komplett für den Nährstern, einen Tisch komplett für die Würste vom Aufhängen. Für die Schuhe. Was ich dann hier hinpacke, weiß ich nicht. Ich werde es wahrscheinlich mit Schilden auffüllen oder so. Hier, Schuhe. Schuhe, Schuhe. Schuhe. Und der da ist doof. Ja, so als kleiner Tipp für euch, vielleicht die nicht so hinstellen, sondern so. Und dann zwei hintereinander daneben, dass man halt rumgehen kann. Achso ja, ich habe gerade Leertaste gedrückt, weil ich reflexartig darauf springen wollte. No jumping. Aber es gibt no jumping. Weil... Stay on the ground, young man. Genau. No. Sit, stay. Stop trying. It's not going to work. Sehr schön. Also, das hätte ich, das hätte ich, das hätte ich. Ja, Sondergegenstände. Packe ich mal mit hier in das Regal. Hier kommt alles damit voll. Dann noch Wandhalterung. Wandhalterung für Lederrüstung. Ist falsch. Wobei, hier könnt ihr auch mal bei den Quests gucken. Da bin ich tagsüber nicht zugekommen. Dann nehme ich... Die geht schnell und bringt 20 Punkte. Ja, nehmen die einfach. Ist okay. Skills so. Unlock Engineering Items to sell, place and use. Wie teuer sind die? Bei 3. Das ist die falsche Richtung. Mausrad nach oben geht weiter. Was ist du? Bot-Dog. Steht leider nicht bei, wie teuer das ist. Hm. Ja. Nee. Ich glaube, das brauche ich noch nicht. Stattdessen mache ich lieber weiter, weiter. Und ich schalte mal. Oh, oh, oh. Der Abenteurer. Wie teuer bist du? 400. Nee, okay, ist dauert noch. Dann nehme ich stattdessen doch mal... Ein Punkt fehlt. Ernsthaft. Portal 1 unlocks a mystic portal that hastens delivery time. Make your portal stronger, getting even faster delivery time. Momentan komme ich eigentlich noch ganz gut damit zurecht. Das ist in Ordnung. Nee, ich spare den jetzt auf Tier 1 Warrior Upgrades, damit ich bessere Kriegersachen verkaufen kann mit einer hoffentlich höheren Gewinnspanne. Jetzt aber, bevor ich den Laden starte, nochmal... bestellen. Also, Heiltränke, Feuerresistenztränke, Handschuhe ein paar, Dinger ein paar, 3, 4 Pfeile, Schilde ein paar mehr, oh, und noch mehr von denen. Von denen hier. Nur wo? Hier mittig vielleicht? Oh, das klingt nicht schlecht. Genau, einfach so. Ich weiß nicht, ob das klappt. Kann ich die aneinander bappen? Da kommt man noch nicht ran, richtig. Okay, mach mal so. So.
So. Da können nämlich auch die Schilder rauf. Und es sieht ein bisschen, ne, toller aus als diese Dinger da. Also ich kann nämlich hier jeweils zwei Schilder rauf machen. Und habe auf diesem Bereich hier Platz für ähnlich große Gegenstände wie die hier. So, da kommen natürlich auch Schilder rauf, Schilder rauf, Schilder rauf, Schilder rauf. Gut. Dann wollte ich auch noch Wandhalterung für Was bist du? Du bist eine Waffenhalterung. Was ist ein Globus? Ich will keinen Separator. Ich will... Hier. Das sieht gut aus. Armor Rack has not been unlocked yet. Ernsthaft? Okay. Armor Rack. Armor und Headrack, stimmt. Kostet nur 20. Okay, das heißt, ich muss ein bisschen länger jetzt warten, bis ich meine Warrior-Sachen bekomme, aber das ist mir wert. Das Ding will ich haben. So. Und schön passt nebeneinander. Den kann ich jetzt nämlich bestellen. Also ich brauchte davon ein paar, ich brauchte davon ein paar, davon ein paar, davon ein paar. Davon jetzt 8 Stück. Gold wird langsam weniger. Kommt vor. Huh? So, Handschuh glaube ich noch. Oh ja, hatte ich schon. Bumm. Heiltränke noch. So. Das kommt dann da noch drauf. Und dann könnte ich jetzt eigentlich schon den Laden öffnen, oder? Weil alles da ist, außer die Lederrüstung. Husch. Außer die Lederrüstung. Und es ist eh jetzt erstmal 5 Minuten lang morgen. Und morgen ist ne, einigermaßen entspannt. Bestellung ist gleich da. Und ich hätte ganz gerne später eine Reihe komplett für Pfeile, eine Reihe komplett für Schwerter. Weil so ist es ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Aber mal schauen, wie es später überhaupt aussieht mit dem Platz. Weil momentan habe ich ja nur Tier 0 Gegenstände. Wenn ich jetzt nachher 3 oder 4 verschiedene Schwerter habe, dann kann ich es nicht mindestens leisten, alles komplett einheitlich zu machen. Wahrscheinlich zumindest. So, das, 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 das. Die Schwerter waren hier. Alles schön bei 130%. Oh, da ist... Irgendwas ist da nicht sehr weit gekommen. Wahrscheinlich wurde es aufgehoben zum Kaufen und dann war Schicht im Schacht. Also Feierabend. So. Da. Klopp, klopp. Die Auswahl ist riesig. Hier, willst du eine Lederrüstung oder Lederrüstung oder Lederrüstung? Theoretisch passen auch noch Hosen hin, aber ich weiß nicht, wie die Hosen freigeschaltet wurden. Es könnte Tier 1 gewesen sein, aber eigentlich hatte ich beim privaten Spiel keine Tier 1 Forschung gemacht, sondern nur Tier 0. Bisschen komisch. So, habe ich Heiltränke. Ich sehe euch. Ah, nur Kleinkram. Das ist okay. So, ich habe hier ganz viel Grün noch blinken. Was tue ich denn da mal hin? Noch mehr Schuhe? Nope. Putz. Immer diese Handschuhdiebe. Und ich müsste auch bald ein Level-Up haben. Weil ich den Level-Up habe, habe ich vielleicht auch noch K-Punkte für das Tier-1-Upgrade. Wirst du wohl mal den Handschuh da aufheben. Also Targeting ist trotz Release-Version immer noch ein bisschen buggy. Aber ist nicht so schlimm. Du, da, da. Bestellen tue ich nix. Das da kümmern sich von alleine. Ich glaube, ich mache mal eine Müllrunde. Venomous, klar, 475. Das wird Tier 1 oder sogar Tier 2 Diebes-Equipment sein. Was ich dann auch erst erforschen muss, bevor ich es verkaufen kann. Dauert also noch. Das heißt, so toll, wie ich am Anfang angepriesen habe, das Ganze mit dem Müll, ist es gar nicht. Also sowas ist jetzt ganz schick. Das kann man dann mal eben gleich am ersten Tag für 90 bis 100 Gold verkaufen. Oh, hier war gut was drin. Ist da nicht gerade ein Schwert lange? Wow.
Sword of Code. Was? Of Code? 5600. Kann ich dich benutzen? Wo ist meine Ausrüstung? Also meine Ausrüstung kann ich nur in diesem Carshop kaufen. Ja. Das würde ich aber gerne irgendwo hinhängen. Einfach nur, um es zu sehen. Oh, 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 nein, nein, nein. Das tut mir leid, liebe Kundschaft. Ich wollte eigentlich was anderes tun. Sind die Sachen jetzt alle runtergefallen? Okay. So, mach dich da weg, häng dich daran. Ich scheine noch dran zu hängen. Also wenn man aus Versehen gegen sowas gegenhängt, gegen haut, dann bleibt das Zeug, was dran ist, wohl auch dran. So, du siehst sehr toll aus. Du wirst wahrscheinlich nie verkauft werden, aber vielleicht lockst du dir so ein paar neugierige Abenteurer an, die sehen, boah, was funkelt denn da? Oh, das hat ein viel zu hohes Item-Requirement. Aber wo ich schon mal hier bin, kann ich ja das Schwert daneben nehmen. Sowas in der Richtung. So. Dieses komische Venomous-Ding. Die Truhe. Das rote Beeteteil. Oh, was habe ich gerade gedrückt? F. F. Q. Okay, ich habe zu viele Tasten einmal gedrückt. Tu, Q. Dahin. Vielleicht will ja irgendjemand das Ding kaufen. Ich wüsste nicht warum. Aber noch habe ich die ganzen Crafting-Sachen nicht. Achso, da war ich, da war ich. Da hinten ist noch ein Müllhammer, der auf mich wartet. Einfach nur, um Deko-Sachen zu finden. So, Panikmodus aktiviert. 5 Minuten hält der Tag. Ich gehe gleich nach Hause. So, fertig. Ab nach Hause. Was hättest du gerne? Ein Kokosnussdrink? Also kann man später auch Alkohol brauen in seinem Laden verkaufen? Ich glaube, Schwerter, Bögen und Alkohol sind nicht so die beste Mischung. Ich kenne da einen Typen in Ride Run, der kann davon ein Liedchen singen. Sonst muss ich reserviert werden, oder? Oh, Level Up. Zeig meine K-Punkte. K-Punkte, sage ich. 125. Herr damit. Ich will. Hier. Ja. So, zeig mal, was ich jetzt kaufen kann. Ich kann Plattenhelme kaufen. Wo wir gerade von Skyrim sprechen. Kauf davon 6 Stück. Plattenhandschuhe ebenfalls 6 Stück. Das wird jetzt teuer. 6 davon. 6 davon, das komplette Set. Ich habe die Hosen für 4 mal. So. 2 Handschwert. Boah, gibt's viel Kram. Okay, also ich kann nicht für jedes ein extra Regal nehmen. Momentan jedenfalls. Da brauche ich viel, viel mehr Platz. Ah, ich habe dich gesehen. Ich gehe. Wo bist du? Nix da. Auch wenn das nur ein Heiltrank war und 11 Gold nicht mehr so wirklich relevant, aber es geht um das Zeichen. Man muss Zeichen setzen. Gibt ihm keine Chance. Ja, damit. So, Lieferung ist auf dem Weg. Zip. Nähert sich irgendwo irgendwas dem Ende. Nö. Ganz so stark ist der Andrang heute nicht. Also hat es doch mit den Preisen zu tun. So, Handschuhe. Plattenhandschuhe. Platte. 2 Hände. Wow. Und jemand hat das Schwert gekauft. Krank. Okay. Also meine Ordnung ist jetzt gerade völlig durch den Wind. Dessen bin ich mir bewusst. Um die Ordnung kümmere ich mich, sobald ich steinreich bin. Und aufräumen ist auch was für später. Ich habe erstmal ganz viel Zeug, was platziert werden möchte. So, Throwing Stars 9, Leather Gauntlets waren hier.
Irgendwie kauft keiner mehr Schilde. Du. Pfeile. Pfeile habe ich schon ziemlich viele in der Ausstellung und das brauchst du nicht. Weg, weg, weg. Da läuft jemand. Spritz. Und irgendwie britzel ich lieber, als mit einem Schwert zu schlagen. Gefühlt trifft es eher das Ziel. Was auch nicht. So. Weg, weg, weg. Vielleicht eine Zweihänder gekauft. Das sieht cool aus bei dir. Nix da. Ich denke, ich kann doch wieder auf 120% runterschrauben. Also wegen Dieben jetzt. Nee. Ich habe bald meinen Bot, der brutzelt dann hoffentlich alle Diebe und dann passt das. Und räumt die Leichen weg. Chup, 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 chup. Was? Ich hab das gehört. Hab das gehört. Wer war das? Aber keiner von euch was geklaut, ne? Nun gut. Ninja-Sterne. Hi. Eltränke. Waren hier. Die wurden einmal komplett leer gekauft. Zack, 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 zack. Zack. Hier wurde auch irgendwas leer gekauft. Was warst du? Du warst Feuerschutztränke. Da. Oh, nur ein von. Und ich denke, ich bin jetzt bei dem Zustand, wo ich zwischendurch nichts mehr bestelle. Jedenfalls nicht am Tag. Jetzt abends vielleicht, ja. Aber auch da kümmere ich mich erstmal darum, die ganzen Sachen aufzustellen. Ich brauche Hutständer. Also wahrscheinlich da in der Ecke. Vielleicht da, da und da. Auch noch welche? Da hat auch eine Frau geschrien, dass sie was gestohlen hat, oder? Nehmen. Kann ja. Oh, du siehst schick aus. Frau mit platten Schulterpanzern. So, du da. Ich glaube, ich reiß gleich einfach mal eine Wand ein. Auch wenn ich das Gold wahrscheinlich besser investieren könnte in tolle neue Halterungen oder was auch immer. Aber ich will jetzt gucken, was passiert, wenn eine Wand einreißt. Kann ich vermutlich aber auch erst wieder nachts machen. Du mit. Du. Die Leiche draußen lasse ich erstmal da. Vielleicht lockt es hier den einen oder anderen an. Oder so. Ich hab's keine Zeit. Ich muss Ninja-Sterne verteilen. Schilder aufheben. Das ganze Plattenzeug wird endlich loswerden. So, Sonderkram. Frostresistenz. Da fängt das Plattenzeug an, genau. Platte, 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 Platte. Platte, 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 Platte. Schon habe ich keinen Platz mehr für die Lederbrust. Und die Schuhe hier haben auch noch keinen Platz. Ups. Du, komm her. Du stehst auf der falschen Seite. Zwei Hände. Ich habe aber keine normalen Schwerter mehr. Plattenhandschuhe. Also, die haben alle Plattenhandschuhe aufgekauft. Die Plattenhandschuhe hatte ich hier reingetan. Die waren plötzlich weg. Shoulder waren hier am Eingang. Da wurden sie immer gleich gemobst. Richtig. Wäre auch noch eine Überlegung wert. Ich weiß nicht, inwiefern das implementiert ist. Aber dass ich die teureren Sachen weiter hinten hin tue, damit die Diebe halt länger laufen müssen und es mir schneller auffällt. Ah, das ist schön. So viele Kleinigkeiten, die man beachten könnte. Und wie mache ich es jetzt am besten mit dem Pause machen? Also wenn ich jetzt das Spiel unterbreche für die nächste Folge, also für den Cut und dann die nächste Folge, ist es dann noch Tag 7 oder schon Tag 8? For Science. Bis gleich.
Und Safe Shop und Quit.